Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge mit Train Sim World und wir sind wieder in Deutschland rund um Leipzig unterwegs mit dem DLC Rapid Transit S-Bahn Mitteldeutschland und das dritte von fünf Szenarien spielt heute eine große Rolle hier und wir fahren nordwärts. Fahren Sie einen Zug von Bitterfeld zum nördlichsten Punkt von Dessau Hauptbahnhof. Alles klar, machen wir. March Madness haben wir. Ganz viel im Angebot heute im Train Sim World und Train Simulator Universum. Und das ist unser Hobel. Zugschluss ist an. Haben wir gerade kontrolliert an dieser Stelle. Willkommen im Bahnhof von Bitterfeld. Sie werden an allen Unterwegsbahnhöfen halten und bis zu Ihrer nördlichen Endhaltestelle Dessau Hauptbahnhof fahren. Das machen wir. Und zwar mit diesem Zug hier, in dem wir jetzt einsteigen. Und Platz nehmen. Dann wollen wir die Türen einmal auf der linken Seite öffnen. Machen wir hier einmal Richtungshebel nach vorne. SIFA, PZB. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir das jetzt hier gebacken kriegen. Und vorne Signal blinkt. 70 Ausfahrt, 70 erwarten. Das heißt, wir werden hier erstmal ganz gemütlich mit 60 rausfahren. Weil schneller lässt das Spiel unten auch nicht zu, wenn ich das richtig sehe. 40, 50, 60, 70, 80. Also mit 60 werden wir hier rausfahren. An der Stelle so nicht richtig. Mal gucken, was die Uhrzeit gleich oben sagt. Was mir übrigens aufgefallen ist an den Zügen in Train Sim World allgemein, ist, dass sich die Baureihennummer, und zwar also nicht die, das ist die 1442, ist klar, das ist die Baureihenbezeichnung, aber hinten die Nummer hinten dran, die ändert sich halt. Die Zuordnungsnummer. Aber an diesem Zug fällt mir auch gerade noch was anderes auf. Müssen wir gleich mal auf der Strecke gucken, ob das tatsächlich so ist oder ob ich mir das so einbilde, dass dort die Prüfziffer fehlt. Ne, da ist, nee, ist tatsächlich eine Prüfziffer dran. Da, die 9, das ist die Prüfziffer. So, 15, sollen wir losfahren? Dann haben wir noch eine Minute Zeit. Die wollen wir kurz nutzen. Ich möchte euch nämlich was Lustiges zeigen. Habe ich durch Zufall entdeckt. Und zwar diesen Tisch hier mit diesen lustigen Buchstaben. Und wenn wir uns da hinsetzen, dann sehen wir hier so ein cooles Bild. Ich weiß nicht, ob es das auch in Wirklichkeit gibt. Das müssten wir jetzt mal jemand sagen, der bei der S-Bahn Mitteldeutschland regelmäßig unterwegs ist. Das hier wird so ein Kindersitz sein, ne? Wo die Kinder auch hier auf dem Tisch so ein bisschen spielen können, ne? Finde ich schon cool gemacht. Hier. Da sind die Bauleute von der DB, der Dicke ganz vorne. S-Bahn Mitteldeutschland, Taxi, mit Segway wird hier gefahren. Süßkram gibt's auch. Also, ganz cool gemacht hier. Gibt es, glaube ich, sogar nur einmal in jedem Zug, oder? Genau, gibt es nur einmal. Erste Klasse hier. Sehr cool. Markierten Fluchtweg ist bitte freizuhalten. Okay. Aber jetzt wollen wir mal nach vorne in unseren Führerstand hupsen und wollen mal die Abfahrt richtig vorbereiten. Wir machen mal unser Cap-Licht hier aus. Zugspitze ist auch an. Jawohl. Und dann würde ich sagen, Türen schließen. Habe ich doch. Hallo. Und auf geht's. So, erstmal schön mit 60. Beziehungsweise wir können uns, theoretisch könnten wir uns befreien. Praktisch gesehen mache ich es jetzt hier an dieser Stelle nicht, weil ich nicht weiß, ob ich dort eine Zugbeeinflussung bekomme. Und wenn ich die bekommen sollte und das Spiel einigermaßen real reagiert, bekommen wir eine Zwangsbremsung. Also müssen wir jetzt erstmal mit 45 km/h vorlieb nehmen hier. Mal gucken, ob wir, oh, wir können uns befreien. Wunderbar. Und die SIFA meldet sich auch gerade mal zu Wort. So, jetzt mal gucken, was passiert, wenn ich da drücke. Normalerweise sollte er jetzt die 60 km/h halten. Geht der Tempomat nicht? Doch, jetzt ist er an. Jetzt ist er an. Okay, wunderbar. Also ich fahre jetzt mal einfach nur 60 km/h, weil ich das Gefühl habe, dass da vorne gleich an der 70 immer noch 60 km/h sein wird. Auch wenn er jetzt sagt, wir dürfen hier 120 fahren.
Aber er zeigt mir oben 60 an, obwohl an dem nächsten Signal theoretisch eine 70 dran sein sollte. Wir haben ja eine Langsamfahrt erwarten mit 70 bekommen. Und da oben ist tatsächlich eine 7 dran. Aber trotzdem dürfen wir nur 60 fahren. Das Spiel sagt 60. Also, das ist der Grund, warum ich auch in den deutschen Szenarien dieses Ding hier oben anhabe. Weil die Geschwindigkeiten an den Strecken einfach nicht vernünftig wiedergegeben werden. Oder zumindest nicht so, wie es sein sollte. Und das ist schade. Finde ich sehr schade. Muss ich an der Stelle mal sagen. Aber ich denke mal, Überleitstelle hier, dass wir aus dem Gegengleis rauskommen. Und dann sollten wir eigentlich 120 fahren dürfen. Ich werde gleich mal den Fahrplan auf dunkel stellen. Und auf geht's. Der blaue Pfeil ist unsere angestrebte Geschwindigkeit. Den machen wir mal auf dunkel. Dann sehen wir unseren Tacho nämlich besser. Und dann brauchen wir schon wieder, können wir Gas schon wieder rausnehmen. Sifa, bevor sie quietscht. Und dann sind wir in Krepin. Und da wir hier gerade auf Rapid Transit unterwegs sind, kann ich euch über das nächste DLC schon mal erzählen, was für Train Sim World erscheinen wird. Das wird nämlich das DLC 182 sein. Also ich weiß nicht, ob das 182 heißt oder wie sie das nennen werden. Also die Baureihe ist eine 182, zumindest im Netz der Deutschen Bahn AG, eine E64 sollte das sein. Das ist die Taurus. Sollte eigentlich jeder von euch kennen. Das ist die singende Lokomotive und ich glaube, die ist hier sogar tatsächlich als erste Bauserie ausgeführt. Also tatsächlich die singende Lokomotive, die eine Tonleiter abspielt beim Anfahren. Und das ist natürlich ja, äußerst cool eigentlich, das Ding. Das wird für Rapid Transit kommen, tatsächlich für diese Strecke mit Doppelstockwagen und das Ganze als Freight-Version und als E-Version. Also es gibt ja zwei verschiedene Versionen, obwohl sich da eigentlich nicht viel tut. Es gibt eine Frachtversion, mit der Güterzüge gefahren werden sollen. Und dann gibt es noch eine, mit der Fahrgastzüge durch die Gegend gezogen werden sollen. Das Schöne an der Lokomotive ist, dass das eine von den ganz, ganz wenigen Lokomotiven ist, die in Deutschland fahren, die auf 230 km/h zugelassen sind. Da müssen wir uns natürlich aber auch mal anschauen, ob das denn tatsächlich so ist, dass die auch hier irgendwo die Möglichkeit bekommt, überhaupt so schnell fahren zu dürfen. Oh. Und dann werden wir mit dem Taurus hier auf der Strecke auch noch ein bisschen unterwegs sein. Ich muss mir angewöhnen, vorne auf das T zu warten. Vorher kriege ich nämlich keinen Saft auf die Leitung. 2,2 Kilometer, 23 sollen wir da sein, 3 Minuten, also brauchen wir noch nicht mal groß Gas geben. Reicht vielleicht sogar 100 km/h hier als Zielgeschwindigkeit. Da vorne dürfen wir einmal 140 fahren. Aber wie gesagt, bei 2 Kilometern, da mache ich mir keine Gedanken, dass wir das nicht in 3 Minuten gebacken kriegen. Da ich ein fauler Lokführer bin, arbeite ich hier so ein bisschen mit der Fahrsteuerung hier. Ja. Echten Leben benutze ich die AFB natürlich nicht so oft. Zwinker, zwinker. Also gerade zwischen Mainz und Köln auf der Rheinstrecke benutze ich die AFB ganz gerne, weil wir dort ist immer so ein Wechsel zwischen 100 und 90, zwischendurch einmal kurz 70, dann auch einmal kurz 80. Bei Rüdesheim sind es einmal 70 und die 80, die sind, mir fällt das Dorf jetzt nicht ein, wie es heißt. Ansonsten ist dort immer so ein Wechsel zwischen 100 und 90 und deswegen stelle ich da zumindest meine AFB schön auf 90 ein, lasse das Ding dann gemütlich da lang eiern. Glaube, machen ganz viele Lokführer auf der Strecke. mache ich auch Richtung Süden, ab Offenbach in der LZB mache ich dann die AFB rein und fahre dann mit der AFB ganz gemütlich bis nach Haltingen, kurz vor Basel. Da stelle ich die AFB aus, weil ich mit der AFB ja nicht bremse. Man kann, die AFB, die kann bremsen, ist ja eine automatische Fahr- und Bremssteuerung, aber ich
Ich finde es für mich persönlich sicherer, wenn ich in der AFB selber, also wenn ich selber weiß, wie mein Zug bremst und mich nicht da auf irgendwelche Bremstechnik verlasse, wo ich nicht hundertprozentig weiß, ob die auch so funktioniert, wie ich das möchte. Und wie gesagt, man kann Mist bauen bei der Eisenbahn, ist durchaus erlaubt, reißt einem keiner Kopf ab, aber wenn ich über ein rotes Signal fahre, dann ist Beförderungsgespräch. Dann darf ich bei meinem Chef vorstellig werden und der wird not amused sein, wenn der Rama reinkommt und sagt, moin Chef, einmal rotes Signal bitte, abgesehen davon wird er das eh mitkriegen, weil ich nämlich ab da mein Zug nicht mehr weiterfahren würde. Dort würde dann jemand kommen und mir meinen Zug abnehmen und ich dürfte mein Beförderungsgespräch auf der Fahrt nach Hause mit meinem Chef zusammen im Auto führen. Ja, ja, das ist die Eisenbahn. So, 22.19 Uhr haben wir. Bin gerade am Überlegen, ob ich doof bin. Ich glaube ja. 23 Uhr, also wir haben immer noch eine Minute Zeit, ey, Wahnsinn. Eine neue Zeitrechnung beginnt hier. Ich glaube, ich bin doof. Ich weiß nur nicht, wie doll doof ich bin. Ich war der Meinung, meine Frau hatte mir da was mitgebracht. Das weiß ich aber nicht, wo ich das jetzt hin habe. Ich weiß aber auch nicht mehr, wann meine Frau mir das mitgebracht hatte. Das kommt auch noch dazu. Jetzt wollen wir die Türen schon mal verriegeln, dass wir pünktlich loskommen. Fahrthebel mal auf 0. Türen sind verriegelt. Und dann würde ich sagen, gib mir Gas, ne? Auf geht's. Nächster Halt, Jesnitz an... Na, an... Jesnitz an der An. So, eine Langsamfahrt mit... Bin ich mal gespannt. Ich hatte nämlich mal in diesem Szenario an dieser Stelle hier eine Zwangsbremse bekommen. Warum, erzähle ich jetzt nicht, weil wenn es jetzt wieder passiert, dann weiß ich, dass das ein Fehler vom Spiel ist und nicht mein Fehler. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt gerade mal die Signale hier so ein bisschen bestätige. Weil theoretisch ist dort vorne gleich 120. Und praktisch gesehen fahre ich ja eigentlich nicht schneller. Also ich würde die 120 jetzt ja noch nicht mal anstreben, weil wir ja immer noch 2 Minuten Zeit haben, um bis dort hinten hinzufahren. So, was haben wir hier? Eine 70. Einmal bestätigen. Ziffern 1 bis 9 auf den gelben dreieckigen Tafeln. Bitte immer mit der Freitaste betätigen in der PZB. Und dann in dieser Zugart, in der wir jetzt unterwegs sind, unter 85 km/h in 23 Sekunden bremsen. Sonst bekommt ihr eine Zwangsbremsung. In der mittleren Zugart habt ihr 28 Sekunden, in der oberen Zugart, in der unteren Zugart habt ihr dann nur noch, habt ihr dann schon 32 Sekunden Zeit. Oder 33, nee, 32 sind's. Bin ich mir sogar fast sicher. Und dann bekommt ihr auch keine Zwangsbremsung verpasst hier. Und ihr seht, Zugbeeinflussung ist da. V-Überwachung auf 85 km/h, das hier ist so die dummen PZB, nenne ich das immer ganz gerne. Die ist in der Vectron auch verbaut. Die Vectron, eine Güterzuglokomotive aus dem Hause Siemens. Nee, doch, aus dem Hause Siemens. Ist das Ding aus dem Hause Siemens? Das ist aus dem Hause Siemens, die 193, die Dreckskarre. Ich mag das Ding nicht. Ich habe Kollegen, die fahren das ganz gerne. Ich fahre es nicht gerne. Ich habe es auch noch nicht selber gefahren, aber ich bin drauf geschult. Also ich dürfte theoretisch, wenn das Ding da steht, fahren mit dem Teil. Ich mag das Ding aber nicht, weil der Aschenbecher auch so weit entfernt ist. Aber ich rauche ja nicht auf den Lokomotiven. Schönen Gruß an meinen Chef. Ich rauche nicht auf den Lokomotiven. So. Also, diese dummen PZB und bei uns oder in dem Regelwerk, was ich zumindest kenne, ist steht geschrieben, dass diese gelben Leisten, die hier unten sind, ignoriert werden. Wir achten auf die Leuchtmelder, weil dummen PZB aus diesem Grund, weil dadurch quasi wieder das Lokfahren vereinfacht wird, weil der Lokführer die Geschwindigkeiten, die er unterfahren muss, als Ziffer dargestellt, wiedergegeben bekommt und deswegen ist das für mich einfach eine dumme PZB. Wenn ich nicht mehr in der Lage bin zu unterscheiden, was hier blinkt, dann sollte ich überlegen, ob ich den richtigen Beruf gewählt habe. Ich bin zu früh.
Jetzt können wir losfahren. Dann sollte ich überlegen, ob ich den richtigen Beruf gewählt habe. So, wir haben jetzt erstmal noch 70. Ich weiß aber nicht bis wohin. Und, doch klar, steht ja oben. Ich Idiot. So, die Zugbeeinflussung ist übrigens schon weg. Können wir mal kurz hier den Tempomaten, den muss ich ja auf Gas anmachen, ne? Genau, sonst geht er nicht. Hauen wir nochmal einen nach oben. Und dann dürfen wir gleich schon wieder 120 fahren. Und dann sollte ich meine Signale am Streckenrand vielleicht auch mal besser beobachten. Weil ich glaube, diese 70, die habe ich beim letzten Mal nicht bestätigt, als ich dieses Szenario gespielt habe. Und dort haben wir eine 12 im Gleis. Sehr schön. Und die würde ich sogar fast schon ausfahren. Ja, das Ding reagiert nicht richtig. Muss man mal diese blöde Konsole da kaufen. Kostet ja nur 240 € oder so. Kann ich ja für euch tun, diese Eisenbahnkonsole. Ist ganz cool, das Teil. Ich finde das eigentlich ganz cool. Jetzt wollen wir erstmal nach Ragun fahren. Ragun. Schon sehr witzige Namen da im Osten der Republik. Tempomat geht übrigens beim Bremsen wieder aus. Ganz wichtig für euch zu merken. Also nicht, dass ihr bremst und dann wieder Gas gebt und nicht mehr dran denkt, dass der Tempomat wieder ausgeht. Ist bei der AFB ein bisschen anders. Bei der AFB geht beim Bremsen eine Traktionssperre rein und die AFB wird dann nicht mehr funktionieren. Aber was nicht mit der AFB zu tun hat, sondern mit der Loktechnik an sich, weil bei einem Bremsvorgang mit der E-Bremse gibt es immer eine Traktionssperre. Und wo eine Traktionssperre ist, keine Traktion, ne? Deswegen heißt das Ding ja auch Traktionssperre. Und wir liegen sehr gut in der Zeit, fast eine Minute zu früh hier. Und ziemlich dunkel da draußen, ne? Muss ich jetzt mal sagen. Und fast eine Punktlandung wieder. Machen wir mal auf die Schotten. Bitte schön, Türen sind entriegelt. Können Sie einsteigen und dann können Sie rausgucken. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Und wir wollen um 30 hier ankommen. Ich gehe mal davon aus, dass wir um 30:30 dann weiterfahren sollen. Irgendwie ist das blöd hier unten mit der Uhr, ne? 30:30, habe ich gut gedacht. 50 Minuten haben wir. 50 Sekunden. Minuten. Das wäre es ja jetzt hier. So 50 Minuten lang. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play. Wir stehen mit dem Zug in Rapun. Heißt das Zeug Rapun? Ich glaube ja. Hier werden wir jetzt stehen bleiben. Bis zum Tag der Ratte. Oh, weh, oh, weh. Jetzt ist mir da hinten was runtergefallen. Wenn das da hinten ein Lüfter kommt, dann brennt das hier in der Hütte. Aber man wird es nicht glauben, so eine 1080, die wird schon warm, wenn die am Arbeiten ist. Die Türen können wir aber schon wieder verriegeln. Und dann geht es zum nächsten Bahnhof. Das war genau jetzt. 3,6 Kilometer bis Marke. Marke heißt das Dorf. So, und jetzt machen wir mal Tempomat, wie es ordnungsgemäß gehört. Und zwar geben wir Gas. Mit unserem Talent. Ich müsste eigentlich mal den Mod runterladen. Das machen wir aber auch im Fahrplanmodus. Wie gesagt, Mods im Fahrplanmodus. Die Dinger an sich spielen wir modfrei. Da sind nämlich die roten Türen, die bei der S-Bahn Mitteldeutschland ja inzwischen, glaube ich, überall dran sind. Oder an den Großteil der Fahrzeuge, die gibt es dort als Mod. Und jetzt machen wir hier, wie gesagt, Eisenbahn ordnungsgemäß. Heißt, wir werden hier einmal den Mausmodus anmachen. Eine Geschwindigkeitsbegrenzung haben wir nicht in den nächsten 2,8 Kilometern. Da ist nämlich das nächste Signal. Auch wenn das eine ziemlich lange Entfernung ist, ne? 2,7 Kilometer für einen Block. Und jetzt werden wir bei 100...
1819 werden wir irgendwann den Tempomatenknopf drücken und dann hält er die Geschwindigkeit. Und dann brauchen wir ihn nur noch rollen lassen und wir haben unsere Ruhe. Ist natürlich schade, dass wir hier nicht sehen. Diesen Marker, den bräuchte ich eigentlich, damit ich meine Bahnsteige hier kenne. Weil ohne Fahrplan ist halt echt blöd, weil ich keine Kilometrierung habe, mit der ich arbeiten könnte. Aber er will unbedingt nach vorne, der Kollege, ne? Vorne kommt ein Vorsignal. Und dann wollen wir mal langsam auf die Bremse drücken. Wann sollen wir da sein? 34. Boah. Können wir ganz bequem bremsen hier. Nix da. Hier ist sogar ein kleines Abstellgleis. Hier können Züge theoretisch gesehen auch Kopf machen. Das ist in Hamburg bei der U-Bahn übrigens. Für alle von euch, die es nicht kennen, noch nicht gesehen haben oder noch nie gesehen haben. In Hamburg ist das ganz, ganz oft, dass an irgendwelchen Haltestellen einfach mal eine Weiche reingebaut worden ist, vorne oder hinten dran. Das hat damit zu tun, wenn dort Störungen sind, können die U-Bahnen quasi einfach weiterfahren. Nur, dass sie halt früher Kopf machen. Also die fahren früher wieder zurück. Na, schaffe ich das noch hier? Ah, die eine Tür. Ja, doch. Fast daneben. Aber wir sind noch vorm Gitter. Also wie gesagt, das ist einfach nur dafür denn gedacht, dass die Züge, wenn irgendwo eine Störung auf der Strecke ist, einfach hier weiter hin und her fahren können. Ist ja in so einem Netz wie Hamburg, wo wir ja nur in der Hamburger Stadt unterwegs und im Stadtgebiet unterwegs sind, ist das ja kein Problem. Wenn man aber wie hier zum Beispiel 200-300 Kilometer zurücklegt auf der offenen Strecke und dort irgendwo unterwegs Kehrt macht, dann ist das schon ärgerlich, ne? Für die Fahrgäste, sag ich mal. Ne? Man nehme einen ICE, der verspätet ist und in Freiburg statt Basel endet, weil der einfach halt verspätet ist, der Zug, und damit er seinen nächsten Umlauf überhaupt schafft, muss er dann halt früher abgebrochen werden, der Zug, sonst wird er nämlich aus dem Umlauf rausfallen. Und bei der Deutschen Bahn, soweit ich das erzählt bekommen habe und wie ich das mir vorstellen kann, ist es so, dass Züge Umläufe haben. Das heißt, sie haben von einem Werkstattturnus bis zum nächsten Werkstattturnus, weil ICEs, die haben ja einen bestimmten Turnus. Die müssen ja bei so und so viel Kilometer müssen sie zu den unterschiedlichen Untersuchungsstufen gehen. Und die sind ja, ne? Müsst ihr euch mal eine Reportage angucken, gibt es bei YouTube, wo die in der Lokwerkstatt in Hamburg wird so ein bisschen erzählt dazu, wann die wie zur Revision müssen. Ob das noch aktuell ist, sei mal hingestellt. Aber die Züge, die bekommen von Anfang an den geplanten Umlauf, wie die laufen sollen. Und diesen gilt es halt einzuhalten, damit die Züge dann immer pünktlich bereitstehen. Und auf geht's. Nächster Halt, Dessau Süd. 23 Minuten sind wir jetzt unterwegs, 45 Minuten soll das Szenario gehen. Ich denke mal, wir kommen mit 35, 40 ganz gut hin. Und das Ping im Hintergrund vermag ich zu entschuldigen, das ist TeamSpeak. Das wird der liebe Galaxis sein. Der möchte nämlich etwas von mir, glaube ich. 6,8 Kilometer. Das ist aber eine ganz schöne Strecke jetzt, die wir hier zu fahren haben. Und nur geradeaus. Also sehr abwechslungsreich jetzt an der Stelle. Dann machen wir mal kurz das Zugspitzensignal auf hell. Kann man das jetzt sehen, den Unterschied? Nö. Hecklichter aus. Willst du mich verarschen? Die sind noch an jetzt. Wieder an hier. Vorne Kennlichter, ne? Jawohl. Gucken wir mal kurz. Da gibt es 15 Punkte für. Ich habe 15 Erfahrungspunkte fürs Hupen gekriegt. Ah, jetzt scheint die Sonne hier auf meinem Bildschirm. Jetzt sehe ich das alles hier nicht mehr so richtig. Jetzt muss ich auf einen anderen Bildschirm gucken. Das ist das Schöne bei Aufnahmen, dass ich immer auf zwei Bildschirmen gucken kann. Also mal 39 soll man da sein. 4 Kilometer. Ui, das wird aber eng, Freunde. Weil wir die Anfahrphase nur am Anfang hatten. Wollen wir den Tempomaten mal nutzen, wofür gedacht ist, nämlich zum Tempo machen. Klick.
4,3? Ah, das schaffen wir. Das schaffen wir. Die Sifa, bevor sie anfängt zu piepen, die geht nämlich so aufs Ohr bei diesen Talentzügen. Da finde ich bei der 185 besser. Sifa, Sifa, Sifa. Ich habe da mit einem Kollegen zusammen gelernt, der würde ja schreien: Gib mir eine Zwangsbremsung, du Luder! Bei mir hört man die Sifa eigentlich relativ wenig, ganz selten, dass man bei mir die Sifa hört. Komma 2 Kilometer, 2 Minuten haben wir noch. Wir werden gleich bestimmt irgendwelche Einschränkungen noch bekommen mit den Signalen, weil wenn wir kurz vom Hauptbahnhof sind, wir werden ja am Hauptbahnhof nicht aufs Hauptgleis fahren. Würde mich zumindest wundern, wenn es so ist, weil wir enden dort, ja. Bis jetzt haben wir noch keine Einschränkungen bekommen. Makaber, makaber. 1,5 Minuten für 2 Kilometer. Das nächste Signal ist noch vorm Bahnhof und das müsste dann die Einfahrt für Dessau Süd sein. Wenn das überhaupt ein Bahnhof ist. Ich kenne mich da ja nicht aus. Könnte auch ein Haltepunkt sein. Dann ist es keine Einfahrt. Das ist kein Einfahrsignal, sondern ein Blocksignal. Und da blinkt es auch schon. Ohne dass da irgendwas dran steht. Und da fahren wir mal die 85. Vorsichtshalber. Da stand, es hat geblinkt und es war nichts dran. Bei einem blinkenden KS1 muss eine Geschwindigkeitsanzeige mit einem ZS3V wiedergegeben werden. Freunde, 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 Dovetail, schickt mal euren deutschen Support auf meinen Kanal. Ich erkläre euch das mal. Hatte ich nämlich ein längeres Gespräch neulich mit ein paar Azubis, die mir nicht sagen konnten, was ein Signal, ein grünes Signal bedeutet, welches blinkt. So, Dessau Süd, vorletzter Halt. 27 Minuten sind wir unterwegs. Dessau Hauptbahnhof dürfte ja dann nicht mehr weit weg sein. Und eine Punktlandung. 2. Klingeling. Kommen Sie rein, kommen Sie rein. Ist eigentlich hinten das Licht an? Kann ich hinten das Licht eigentlich auch ausmachen von den Fahrgästen? PZB, Quittierung, Zugabriss. Alle Schiebetritte. Trafotänner, Türfreigabe kann ich auch ausstellen. Lampen, Test, Schrank. Ich glaube, das geht nämlich nicht. Eine Räumfahrt. Das wäre nämlich nochmal so eine Funktion, die ganz cool wäre. Die es ja auch in den Doppelstockwagen gibt, ne? Aber hier gibt es das nicht. Die Türen verriegeln, rechts verriegeln, jawohl. 4,2 Kilometer doch noch bis Dessau. Ist ja Wahnsinn. Das sind die Dörfer ja näher aneinander als eine Stadt. Ja, ich war wieder zu schnell mit dem Aufschalten. So, in 3,4 Kilometern haben wir Halt erwarten. Muss ich aber erstmal vorsichtig machen, was das Signal dort vorne sagt. Weil. Hey! 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 Suizid! Betriebsgefahr! Alle Züge anhalten! Hab einen überfahren! Mann, 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 einfach über die Schranke krabbeln! Ich traue dem Spielbraten hier nicht, weil das Signal da vorhin geblinkt hat. Was ist denn hier noch? Das sah aus wie ein Bahnsteig von Entfernung. Wie viele Minuten haben wir denn? Drei Minuten? Also das Spiel sagt, ich darf 120 fahren. Die Zugbeeinflussung habe ich nicht, dann fahren wir die 120 mal, ne? Dann soll ich auf Halt, dann fahre ich Halt erwarten und dann kriege ich 100 Meter vorher darf ich 130 fahren. Also, ne. So nicht, Freunde. So nicht. Na, bremst mal. Was stimmt denn hier nicht? Achso, ich bin gar nicht auf 120. Idiot.
Also ich, ne? Nicht ihr. Ich. Wenn ich Idiot meine, meine ich immer mich. Ganz wichtig. Für die neuen Zuschauer vielleicht interessant, dass ich mich dann tatsächlich auch meine. Und da haben wir eine 70. Das heißt, Zugbeeinflussung 85 unter Bremsen in 23 Sekunden. Das ist ja mit diesem Hobel hier kein Problem. Und dann wollen wir auf die 70 runterbremsen. Bis an dieses Signal dort vorne sollte das auch erledigt sein. Sonst haben wir eine Betriebsgefahr. Dort haben wir immer noch blinkend. Immer noch mit 70 ist ein Vorsignalwiederholer. Erkennt man an dem Kennlicht, was unter dem grünen Signal ist. Und Halt erwarten. Dessauer Hauptbahnhof. Da wollen wir mal hier reinfahren. Halt erwarten. Das heißt jetzt für uns, wir müssen die 70 km/h unterfahren. Hier auch wieder die Freitaste natürlich, ne? Die 85 km/h unterfahren. Und beim 500 Hz-Magneten sollten wir nur noch 65 km/h drauf haben. Sonst gibt es eine Zwangsbremsung. km/h, was erzähle ich denn da schon wieder? Blablabla, ich bin halt kein Personenzuglokführer. Mal ein bisschen langsam machen hier. Und dort steht auch schon ein Rückzug theoretisch für uns bereit, den wir jetzt fahren könnten, wenn wir wollten. Moin, Kollege. Sind Sie von der Firma Pütz? Ich bin der verstopfte Süfong. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich hier irgendwo noch eine 500 Hz-Beeinflussung bekomme. Eigentlich, da ist sie, die 500 Hz-Beeinflussung. Jetzt muss ich sogar mal noch mal ein bisschen weiter runterbremsen. Unter 25 nämlich. Sonst gebe ich eine Zwangsbremsung. Kommt mir ganz gemütlich reingetuckert. Und 32 Minuten hat das Ganze gedauert. Und da sind wir. Mit einem Screenshot. Ich habe nämlich für meinen Thumbnail noch keinen Screenshot gemacht. Aber mal so aus dem Führerstand ist vielleicht auch mal ganz nett. Und dann haben wir die Mission erledigt. Türen entriegeln. Links entriegeln. Dann lassen wir die Fahrgäste aussteigen. Und dann sollte das Szenario an dieser Stelle nur noch damit beendet werden, dass ich aussteige und mich mal kurz bewege. Fährt der andere Zug ist schon weg. Seht ihr das? Tschüss. Gute Reise. Im Fahrplanmodus gibt es auch ein Szenario, welches wir bestimmt auch nochmal als normales Szenario als Let's Play fahren werden, indem wir die komplette Strecke einmal von oben nach unten durchfahren können. Aber wir sind ja mit dem Taurus auch noch auf dieser Strecke dann unterwegs, wenn das DLC kommt und können uns mit dem dann entsprechend auch nochmal ein bisschen auseinandersetzen und die Strecke noch kennenlernen. Ich werde hier nochmal mich nochmal kurz hinstellen und versuchen nochmal hier so ein Screenshot zu machen. Dann setzen wir uns vielleicht gerade nochmal hier hin. Dahin. Und dann gehen wir mal kurz mit der Taste 8. So dass man vielleicht erkennt, in welchem Bahnhof ich hier stehe. Das wäre natürlich das Idealum. Ich glaube, das letzte Thumbnail war mit der versprühten Wand, ne? Können wir hier so machen, ne? So. Ich glaube, das ist ein ganz cooles Thumbnail hier. Gehen wir nochmal hier so ein bisschen. Dann Dessauer Hauptbahnhof. Und ihr könnt sogar Teil daran haben, wie ein Video bei mir entsteht, weil das ja auch ein wichtiger Entstehungsprozess ist. Und an dieser Stelle, gerade vielleicht nochmal was anderes in eigener Sache. Der Funpark, wir als Community haben einen eigenen YouTube-Kanal jetzt. Einen neuen YouTube-Kanal, mit dem wir, auf dem jedes Mitglied unserer Community, welches Videos macht, die Chance hat, Videos hochzuladen. Immer zur vollen Stunde gibt es dort ein Video. Und die Train Sim World Videos werde ich dort auch hochladen. Und die könnt ihr euch dort dann auch nochmal alle nach und nach anschauen. Und auch dieses Video wird dort dann irgendwann erscheinen. Und in dem Sinne würde ich sagen, gehen wir mal die Zielvorgabe abschließen. Einen Haufen Punkte haben wir bekommen. 23.000 in der Addition. Und das sollte nicht reichen, für im Level aufzusteigen. Sogar nirgendwo. Rapid Transit bleibt auch Level 6. Die W1442 bleibt auf Level 4. Aber in der nächsten Folge mit Rapid Transit werden wir dann im Level aufsteigen, zumindest mal mit dem Talent.
Und in dem Sinne würde ich sagen, verabschiede ich mich von euch und wir sehen uns dann in der nächsten Folge Trains in World. Und dann sind wir in New York wieder unterwegs mit NEC. New York, irgendwas Ding. Ich vergesse immer, wie das heißt. Ich nenne es immer nur NEC. Das ist Personenzug da rund um den Flughafen und so. Und da würde ich euch natürlich recht herzlich einladen. Auch das dann auf dem YouTube-Kanal vom Funpark. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend, Nacht und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao mit Trains in World.